Marcel Kittel, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Marcel. Danke schön. Schöner Empfang. Ja, wow, danke. Nach dieser überraschenden Nachricht, Marcel, Ihre Karriere zu beenden. Wie ist jetzt das neue Leben? Ich meine, es ist noch ganz frisch, das neue Leben als Radzuschauer. Ja, ich muss mich erst mal dran gewöhnen. Also es ist natürlich jetzt auf einmal ganz viel Zeit da, auch wenn ich mir gewisse Dinge vorgenommen habe, aber die muss ich trotzdem erst mal füllen und sicherlich ein großer Wechsel. Und jetzt läuft ja gerade die Deutschlandtour, noch dazu durch Ihre Heimat, durch Thüringen. Wenn Sie das jetzt schauen, und Sie begleiten es ja auch für uns fürs ZDF, wie ist das? Wehmut, dass Sie aufgehört haben, oder eigentlich ganz froh, dass Sie nicht mehr mit 75 Sachen da in so einen Sprint reinhalten müssen? Also Wehmut in dem Sinne empfinde ich nicht mehr. Ich habe mir die Entscheidung ja auch wirklich gründlich überlegt. Ich habe mir auch bewusst viel Zeit gelassen. Einige haben sich vielleicht schon gefragt, was macht denn der jetzt eigentlich? Kommt der mal zu Potte? Aber ich habe wirklich gut darüber nachgedacht und jetzt bin ich beim Sport immer noch gerne dabei. Ich finde, der Radsport ist immer noch eine wahnsinnige, tolle Sportart und ich finde es einfach schön, das jetzt mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Sagt Marcel Kittel. Danke. Die Deutschlandtour geht dann weiter. Morgen die Etappe im ZDF von Eisenach nach Erfurt, Ihrer Heimatstadt. Marcel Kittel, Sie haben ja das Rennen heute gesehen, verfolgen die Deutschlandtour. Ein Name fällt bei den deutschen Radsportfans immer wieder, Emanuel Buchmann, Klassementfahrer, einer, der vielleicht auch mal die Tour de France gewinnen kann. Dieses Jahr war er auf Platz 4. Ich sehe da ein Fragezeichen. Nein, also ich glaube, er hat erstmal ein unheimlich starkes Jahr jetzt gehabt und vor allem mit dem 4. Platz bei der Tour de France. Das ist ein wahnsinniges Ergebnis, hinter dem auch eine ganz starke Mannschaft gestanden hat. Und ich glaube, das ist auch sein Schlüssel zum Erfolg für die nächsten Jahre, dass er natürlich weiter nochmal versucht, kleine Schritte zu machen und eben auch mit der Mannschaft zusammen dort hoffentlich an einem Gesamtsieg arbeiten kann. Ja. Jetzt fallen natürlich einige Siege potenziell weg, weil sie ihre Karriere beendet haben. Gibt es Leute, die in die Lücke stoßen können? Worauf können sich die deutschen Radsportfans einstellen? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, dass wir ganz viele tolle junge auch Rennfahrer jetzt haben, die nachkommen, die natürlich auch schon voll mit dabei sind. Pascal Ackermann, super starker Sprinter. Max Schachmann, starker Zeitfahrer. Emanuel Buchmann, super fürs Klassement. Und Nils Pollitt auch für die Klassiker. Also ich glaube, die Radsportfans in Deutschland müssen sich keine Sorgen machen. Ich finde diese Sprintankünfte unglaublich faszinierend. Wir haben ja von Ihnen auch Highlight-Bilder gesehen ohne Ende. Ihre 14 Etappensiege bei der Tour de France. Wahnsinn. Also das auf den letzten Metern, das müssen Sie uns noch mal erklären, was diese Sprints ausmacht. Heißt das Kopf abschalten, reinbolzen oder wie taktisch ist das? Naja, für mich war der Sprint eigentlich und ist der Sprint auch immer noch vor allem einfach so eine Mischung aus ganz viel Teamarbeit und so ein kleines bisschen Wahnsinn ist auch noch dabei, sicherlich. Ja, also wir fahren ja unheimlich schnell und vom Helikopter aus sieht das immer relativ übersichtlich aus, aber im Feld hast du oft keine Ahnung. Mhm. Ja, du versuchst deine Position zu halten, dich nicht abdrängen zu lassen und die Kombi macht es halt einfach. Mit dem Team zusammen einen guten Plan zurechtlegen und dann aber auch im richtigen Moment improvisieren zu können, um dann vorne zu sein. Wollten Sie immer der sein, der den Sieg einfährt, der den letzten Punch macht und dann als erster jubelnd über die Ziellinie fährt? Ja, ich glaube, jeder wäre das gerne. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ursprünglich in den Junioren sehr gut im Zeitfahren gewesen. Also völlig andere Disziplin, war auch ganz gut im Sprint und habe dann irgendwie den Schritt zum Sprint doch noch geschafft, gerade bei den Profis. Und das hat mir immer viel Spaß gemacht, weil es einfach eine tolle Disziplin ist im Radsport. Marcel, ich habe mit Ihrem Vater gesprochen und er hat mir nochmal gesagt, dass das schon sehr bedauert, dass Sie sich zurückziehen, dass Sie sagen, ich will nicht mehr Radprofi sein. Wie kam es dazu? Ja, also das überrascht mich nicht, das zu hören, dass mein Vater da sicherlich sehr emotional vielleicht auch reagiert hat, zumindest für seine Verhältnisse. Und ja, es war keine einfache Entscheidung, auch weil viel daran hängt. Meine Family ist natürlich auch mit mein größter Fan. Mein Papa ist ein riesengroßer Supporter. Und für mich war einfach aber auch ein Punkt erreicht, wo ich die Dinge neu gedacht habe, zumindest mir Gedanken gemacht habe zu meiner Zukunft. Ich hatte ja dann im Frühjahr jetzt 2019 dann meinen Vertrag aufgelöst, nachdem es einfach nicht lief, wir auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen sind, um auch die Zeit für mich zu haben und an die Zukunft zu denken. Und das habe ich da gemacht. Sie haben gesagt, Sie haben die Motivation verloren, sich auf dem Rad zu quälen. Wann und wo haben Sie die verloren?
Ja, man muss das ein bisschen als Prozess sehen. Also ich bin ja nicht morgens aufgestanden und habe mir gesagt, heute ist der Tag, wo ich keinen Bock mehr habe, mich zu quälen. Sondern ich habe wirklich mich ja auch jahrelang gepusht. Und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben jetzt auch im Frühjahr wirklich diesen Freiraum zeitlich, dadurch, dass ich an keinen Vertrag mehr gebunden war, um mir Gedanken dazu zu machen. Und meine Freundin ist schwanger. Und ich war jetzt dann auch schon viele Jahre dabei und es kam immer mal wieder über die ganzen Jahre auch wieder auf in mir das Gefühl, okay, was ist eigentlich, wenn ich mal über den Tellerrand schaue, was, da ist noch mehr als nur der Sport. Und ich bin auch nie in den Radsport gekommen, weil ich die Tour de France total heiß und motiviert verfolgt habe. Aber es gab ja immer wieder Rückschläge, wir haben es eben auch noch mal gesehen. Das ist so im Leben eines Sprinters und Sie haben auch immer mal gezweifelt. Warum dann jetzt die Entscheidung, jetzt geht es nicht mehr? Das klingt fast nach einer psychischen Situation, wo Sie sagen, ich werde damit nicht mehr fertig. Nein, also so ist es nicht. Ich bin gesund, mir geht's gut. Sicherlich war das ein schwieriger Moment und ich würde das jetzt auch nicht weiter überdramatisieren an der Stelle, sondern es war einfach, nochmal ein kleiner Reset, die Chance zu haben, darüber nachzudenken. Und das habe ich gemacht. Was haben Sie in dieser Auszeit gemacht, die Sie sich genommen haben? War das wirklich so gar kein Rad mehr fahren oder einfach nur drüber nachdenken, wie könnte es weitergehen? Na, ich war dann erstmal natürlich viel zu Hause, habe versucht, mich abzulenken, habe das Rad auch bewusst nicht angefasst, einige Wochen, um wirklich auch Abstand mal reinzubekommen, zu allem auch, was davor geschehen ist. Und die Verbindung nicht mehr zu haben, um ja einfach mir selber was Gutes zu tun dort. Und dann habe ich mich mal hingesetzt. Ich habe mir Dinge aufgeschrieben, die mir wichtig sind, die mich glücklich machen. So hieß auch meine Liste, was macht mich glücklich? Was stand da ganz oben? Authentische Menschen zum Beispiel stand mir drauf. Die Sonne, das Meer, solche Dinge. Und ich habe gemerkt, als ich das aufgeschrieben habe, dass das gar nicht so viel mit dem Sport unbedingt zu tun hatte. Ja? Und das war für mich auch so ein Anzeichen, wo ich gedacht habe, okay, da musste ich vielleicht doch noch mal länger drüber nachdenken. Das klingt, als würden Sie nach einem anderen Sinn suchen im Leben und dass der Radsport eine Phase war und das war es jetzt. Naja, nach einem Sinn. Ich glaube, man sollte sich Gedanken machen mit der Zeit und immer mal wieder sich vor Augen führen, macht das noch Sinn für mich? Mache ich da noch das Richtige, was mich glücklicher eben macht, was mich erfüllt? Und der Punkt war bei mir jetzt mal erreicht. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich so eine Phase auch durchgemacht habe und mich auch als Menschen da irgendwie weiterentwickeln konnte zumindest. Ihr Berater Jörg Werner, der beschreibt Sie als ultrasensibel. Jetzt stelle ich mir Sie als Sprinter vor, wir haben es eben auch gesehen. Da halten Sie drauf auf der Zielgeraden, da werden auch die Ellenbogen ausgefahren. Da sind Sie hart und kompromisslos. Haben Sie irgendwann auch an einem Punkt diese Härte verloren, um weitermachen zu können? Naja gut, ich habe ja gesagt, und eine zentrale Frage war eben auch, was muss ich noch aufbringen für den Sport und kann ich mich noch so quälen? Und ich war an einem Punkt, wo ich jetzt gesagt habe, das kann ich nicht. Und so ehrlich muss ich auch sein und ich möchte da auch kein Geheimnis draus machen. Ich schäme mich auch nicht dafür, weil das, denke ich, was irgendwo normal ist. Es ist ein ultra harter Sport, in dem man sehr, sehr viel riskiert, in dem man auch sehr viel Zeit in das Training investieren muss, sehr viel Arbeit in den Erfolg steckt. Und letzten Endes war das für mich jetzt einfach ein guter Moment zu sagen, okay, es war super schön, ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit, habe viele tolle Menschen kennengelernt und jetzt mache ich was Neues. Jetzt hätte ich auch geklatscht. Sie haben noch was Interessantes gesagt. Also Sie sind wirklich ein Vorzeigeprofi und bei Ihnen taucht das Stichwort Doping eigentlich nicht auf. Aber Sie haben gesagt, Sie konnten in dieser Phase, wo es auch viel Druck gab auf Sie und auf Ihre Entscheidungen, die Siege waren nicht da, können Sie auch Fahrer verstehen, die zu Dopingmitteln greifen? Das müssen Sie uns mal erklären. Naja, es war sicherlich gerade jetzt in den letzten anderthalb Jahren so, dass wenn du deine Ziele nicht erreichst, wenn du einfach dem Ganzen hinterherrennst, dass sich der Druck um dich herum, die ich auch als, in der Kapitänsrolle, als Fahrer in der Kapitänsrolle eben auch hatte, wo du dann merkst, okay, irgendwie schwimmen mir gerade die Fälle davon. Und das ist natürlich unheimlich schwierig. Und für mich war das einfach ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wenn du jetzt nicht die richtigen Leute um dich rum hast, vielleicht sogar die falschen Leute, die dir dann Abkürzungen anbieten, kann ich das in irgendeiner Form nachempfinden, weil das natürlich ein unheimlich großer
Druck eben ist, der auf dir lastet. Ihr ehemaliger Teamchef, Alexis Schöp vom Team Katjuscha Alpecin, den haben wir auch gefragt, ob er was sagen möchte zu ihrem Rückzug aus dem Radsport. Er wollte nicht, aber dieses Zitat gibt es von ihm. Es war nur etwa halb so viel, da geht es um den Trainingsumfang, wie bei anderen Sprintern. Das hat bei ihm jahrelang funktioniert, weil er so talentiert war. Jetzt stehen Sie so ein bisschen da, mit Verlaub, als der faule Profi, der einfach nicht mehr weitermachen will. Lassen Sie das so auf sich sitzen? Nein, also dem widerspreche ich vehement. Ich finde es auch sehr seltsam. Ich kann mir auch nicht erklären, wo er jetzt diesen Vergleich her hat. Er kennt meine Trainingszahlen sicherlich, und man kann auch nicht alle Rennfahrer, alle Menschen über einen Kamm scheren. Ich war jahrelang erfolgreich mit dem, was ich trainiert habe, mit der Art und Weise. Das ist auch genau das Kennzeichen eines guten Leistungssportlers, zu wissen, was er nötig hat an Training, auch an gewissen anderen Stellschrauben rundherum im Team. Und die Message habe ich klar geliefert, auch an die Mannschaft, und deswegen ist das für mich nicht nachvollziehbar. Ich glaube, dass viele ihre Entscheidung respektieren, und mit den Erklärungen klingt es auch wirklich schlüssig. Deswegen auch mal viel Erfolg für ihr neues Leben. Und mit ihrem Vater, weil wir den eben gesehen haben, ich glaube, dem müssen Sie es noch mal ein bisschen genauer erklären. Vielleicht bei einer gemeinsamen Radtour, oder? Ja, die Zeit nehme ich mir. Ja, also da werden wir Sie trotzdem weiterhin auf dem Rad sehen, vielleicht durch den Thüringer Wald dann. Vielleicht auch, ja. Vielen, vielen Dank fürs Hiersein. Danke.